Sie schauen News auf TVO. Der Restaurant auf dem Marktplatz zu Rorschach laufen die Gäste vor. Grund ist das Coop-Restaurant, das im Moment umgebaut wird. Wegen dem extremen Baulärm machen die Wirte rund um den zweiten und schauen am Abend in leere Kassen. Der Beitrag von David Lendi. Der Baulärm hier auf dem Marktplatz zu Rorschach sorgt bei den Wirten für leere Terrassen und rote Köpfe. Tagsüber essen die Gäste auch bei schönem Wetter höchstens noch im Wintergarten. Für den Pächter vom Restaurant Münzhof ist die Situation untragbar. Wenn man ehrlich ist, ist wahnsinnig. Zum Beispiel merkt man die Boden, also kannst du nicht einmal rauskommen. Also ich selber, ich will nicht ein Glas rausbringen, weil es so lärmt, wie kann ein Gast raussitzen. Sie kannst du nicht. Das Bittere an der ganzen Geschichte, der Baulärm ist auch für die Gäste kaum zu ertragen. Das hat heftige Auswirkungen auf die Kasse vom Münzhof. Und das ausgerechnet in den sonst so umsatzstarken Sommermonaten. 8 bis am 11 Uhr, ja kein Umsatz. Weil in der Sommerzeit die Leute nicht reinsitzen oder? Jeder will raussitzen. In dem Fall kommt niemand in dieser Zeit. Niemand. Und nach dem Mittagessen kommt wieder Leute. Und wieder mit, also Nachmittag bis am 5 Uhr ist niemand wieder. Am Abend wieder, das heisst, fast 3/4 Tage ist leer. Gleich geht es der Wirtin nebendran. Auch der Besitzerin des Marktplätzli sind in den letzten 2 Monaten schon häufig die Gäste davon gelaufen. Wenn man wirklich gemütlich einen Kaffee wollte trinken und mit einem Vis-à-vis plaudern wollte, dann war es fast nicht mehr ertragbar. Wir haben also Gäste gehabt, die gesagt haben, es tut uns leid, wir kommen ein anderes Mal wieder. Aber nicht nur die Gastronomen leiden unter dem Lärm, sondern auch das Handarbeitsgeschäft von Erika Müller. Sie vermisst sehnlichst die Laufkundschaft und freut sich schon jetzt auf das Ende der Bauarbeiten. Man hat Mühe, um sich zu konzentrieren. Man versteht auch die Leute fast nicht. Und ja, es verstehen es dann nicht alle gleich gut, dass man jetzt so ein bisschen wie abwesend ist. Aber ja, wir haben es, glaube ich, jetzt das Gröbste überstanden. Und tatsächlich, gemäss dem Coop soll auf dem Marktplatz zu Rorschach schon gleich wieder Ruhe einkehren. Coop ist sich bewusst, dass diese Arbeiten intensiv sind und mitunter zu Staub- und Geräuschemissionen führen. Die gesetzlichen Vorgaben werden jederzeit eingehalten. Bereits Ende dieser Woche sollten die lärmintensiven Arbeiten abgeschlossen werden können. Bis dahin müssen die Gäste von den Restaurants drinnen ausharren und die Gastronomen mit wenig Umsatz auskommen.